Und damit willkommen zu einer weiteren Episode von Star Wars Outlaws. Ich bin jetzt mal bis zu dieser Basis hier hingefahren. War gar nicht mehr so viel weiter. Und die ist gar nicht mal so schlecht bewacht. Ich würde mal sagen, frontal ist hier keine Option. Vor allem, wir haben wieder so einen Walker. Aber ich glaube, wir kommen eventuell von da hinten rein. Lass uns das mal ausprobieren. Weil das schreit einfach danach, dass das ein Hintereingang ist. Tut dir nicht weh? Naja, toll. Ich hab's mir schon fast gedacht. Nö, nö, alles gut. Oh, stehen da oben Leute. Ha. Ja. Das hat ja mal gut funktioniert für den Anfang. Moment mal. Wo ging es hier nochmal rüber? Da hinten. Ich wollte jetzt gerade nochmal Fallschaden kassieren. Aha. So, probieren wir das Ganze nochmal. Nice. Gegner? No. Dankeschön. Wie jetzt? Okay, da könnte ich drüber jumpen. Wow. Oh, mal wieder sowas. Nice. Da unten leuchtet's rot. Wollt ihr euch nochmal umdrehen, bitte? Oh, geiles Setting hier. Na toll. Jetzt schauen sie genau da auf den Bereich hin, wo ich hin will. Ja, sehr gut. Shit. Und jetzt die gleichen wie vorher. Okay, die gehen im Kreis, so wie es aussieht. Sind die gleichen. ND5, ich hab's in die Basis geschafft. Wie ich GD kenne, hat er sich irgendwo in einer Werkstatt verkrochen. Alle Wartungsanlagen liegen auf den unteren Ebenen. Ich sehe den Standort des Premiums. Sehr gut. Was war das hier? Schlüsselkarte. Na gut, die Tür ist ja schon offen. Patrouille, bitte melden. Ende. Shit, das sind mehrere. Da auch. Nix. Geh zu dem Terminal.
Zeug das Vieh hier raus! Ende. Das sollten wir uns ansehen. Was war das? Schnapp sie dir nix! Oh, bitte! Fuck. Kommt jetzt von da unten her. Ah, scheiße. So eine Scheiße. Hol sie dir. Sehr gut. Das ist unsere Chance. Hacken. Schnell, 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 schnell. Komm. Alles falsch. Okay, 12 war es vielleicht schon mal. Okay, dann kann es ja nur mal das sein. Okay. War so nicht geplant. Nice. Okay, was haben wir hier? Nee, glaube ich, kann ich jetzt nicht lesen. Oh, da gibt's noch Goodies. Dankeschön. Wo gehst denn du hin? Wenn wir natürlich den Kommandoraum finden, könnten wir meine ganzen Kameras abstellen. Nee, echt jetzt? Es ist gesperrt hier? Na toll. Vermutlich wegen dieser Abriegelung. Hä? Wer wird da draußen? Ich wollte doch jetzt gar nicht raus. Komme ich jetzt noch mehr in diesen einen Raum da? Ach da. Gut. Wobei wir müssten ja... Nice. So, Sicherheitstüren riegeln. Das machen wir. Protein hacken. Speichererweiterung aktivieren. Okay. So. Sehr gut. Das müsste jetzt das hier gewesen sein. Ja, genau. Oh. Die Kamera ist jetzt im Weg. Alles sauber. Kein Feindkontakt. Sagst du. Da geht's auch nicht weiter. Ja, toll. Immer noch nichts.
Also das hier drin hat irgendwie nichts gebracht. Oh, da hinten. Oh, das ist die Kommandozentrale hier. Der Sektor ist tot. Gut. Dann schaut man hier mal alles ab. So, Hacken. Subroutine hacken. Ja, komm, mach. Okay, fangen wir mit der 13 wieder an. Auch falsch. So. Okay, 18 ist noch falsch. 0? Yes. Okay. Deaktivieren, deaktivieren, Daten übertragen. Passt. Tiefer in der Anlage. Wir könnten noch unten die Tür probieren. Da ging es nicht weiter. Große Wumme. Warum eigentlich nicht, ne? Guten Tag. Was macht sie denn da so für tolle Sachen hier drin? So, Computer, was kann ich mit dir Schönes machen? Kamera deaktivieren. Habe ich die nicht eh schon alle? Die 5, so und so. Scheiße, auch falsch. 1, 17, 5. Yes. Na schön. Mach mal auf, Kumpel. Sehr gut. Ich glaube, wir haben hier nur zwei Kollegen. Schau nicht zu mir. So, wo war das? Das kann nicht sein. Ja, ja, geh mal dahin. Na gut, Max. Hol sie dir. Nice. Perfekt. Das hat einigermaßen gut geklappt. Nehmen wir mit. Gehört mir. Ist wieder so irgendein shady Bio-Experiment, was die hier machen. Da geht's nicht weiter. Okay. Einigermaßen safe. Also die Vorordnung. Okay, doch nicht. Wäre ja mal ein guter Moment für das gewesen.
Ich hoffe, Gedeek ist in der Nähe. Oh, das war vielleicht nicht meine beste Idee. Wir haben schon Schlimmeres gemacht. Nice. Oh, wie komme ich jetzt da durch? Ah. Man baue hier einfach einen Luftschacht, um das Sicherheitssystem zu umgehen. Andererseits. Kann es sein, dass es da Umweg war? Also quasi der Alternativgang zu dem, wie wir jetzt gegangen sind. Ja, wobei. Gott sei Dank sind wir hier nicht im Hardcore-Modus. Hätte man nach oben schauen müssen. Nach oben. Kommandozentrale. Die nicht besetzt ist. Aber das Raumdesign haben sie teilweise ja schon ein bisschen reused. Oh. Oh oh. Nicht gut. Oh, wow. Es hat uns gesehen. Was hat das Ding denn für Sensoren? Wir sind hier in der Testanlage drin. Keine Schuld, ehrlich. Woher hätte ich wissen sollen, dass die Viper-Droiden Jagd auf die Syndikate machen? Ich bring's in Ordnung. Ich brauch nur etwas Zeit. Ich kontrolliere die Viper nicht. Das musst du mir glauben. Wir müssen dem Geschütz den Stecker ziehen. Los, nix. Die Frage ist, wie komme ich da hin, wo ich hin muss? Einfach eine ganz normale Ablenkung? Da kann man irgendwas bewegen. Ich glaube, wir müssen... Ich bin gerade am Überlegen. Ah, ich würde ja gerne auch da hinten rein. Mal da die Explosion auslösen. Wie komme ich da am schnellsten hin? Da einfach runter? Jag das Fass in die Luft, Nix! Na? Das hat es jetzt irgendwie nicht beeindruckt. Nope. Gut, aber Gott sei Dank ist es auch nicht das hellste System. Was mache ich jetzt? Nix, der Knopf, drück ihn! Kommst du da rein? Oh, perfekt. Ja, gut. Goodies. Dankeschön. Oh, lass mich raten. Das komische Liftteil. Da müssen wir dann während des Teilfahrts die Seiten wechseln, damit wir nicht getroffen werden. Ja. Halt! Kannst du? Nein, kannst du runter. Wie gesagt, wir müssen hier rauf. Ah, fährst du von alleine los? Sieht nicht so aus. Oh fuck.
Aber wie kann ich... Ich kann mich nicht weiterhangeln. Ja. War jetzt nicht so schlau. Oh, sag mal hier. Ich weiß nicht, was das Imperium auf Akiva will, aber die Viper-Druiden vom Projekt Schwarm haben es nicht drauf. Ich habe eine ausrangierte Einheit gefunden und ein paar alte Teile aus den Klonkriegen von Temmin in die Finger bekommen. Wenn ich etwas Besonderes erschaffe, werde ich vielleicht etwas näher an zu Hause stationiert. Was hast du getan, Gedeek? Ja, vielleicht hat er es ja noch nicht getan und ist kurz davor. Geschützt deaktiviert. Das hat gereicht, hoffe ich. So, nice. Ich hoffe, Gedeek ist in der Nähe. Ja, und jetzt? Komm schon, Nex. Wir brauchen den Turbolift. So, rüber hier. Da, wo ich initial hin wollte. Also ich meine, wir hätten da vielleicht irgendwie hinsprinten können. Oh. Das sieht nach Wissenschaftlerlabor aus. Das sind die alten Druiden. Und da ist zu. Und was hast du da Cooles? Hm. Das wäre soweit alles hier. Gedeek! Lang nicht gesehen. Kriegst nicht auf Besuch. Ist das Cave Vess? Unmöglich. Die würde sich niemals hier blicken lassen. Ich habe einen Auftrag. Die Art, von der wir früher auf Kanto nur geträumt haben. Tja, ich habe ausgeträumt, Kay. Sieh, wohin es mich gebracht hat. Ich weiß, dass du Feinde hast. Ich habe Stress mit dem Torwächter-Droiden. Einigen wir uns. Hast du ein Schiff? Ich habe ein Schiff. Und ein BX-Kommando-Droiden. Originalteile? Keine Ahnung. Frag ihn doch selbst. Okay. Bin dabei. Toll. Was genau hat ihn jetzt überzeugt? Gedeek! Können wir jetzt gehen? Ja, lass uns gehen. Es gibt einen Turbolift, der dich zu einem Wartungsausgang bringt. Du kommst nicht mit? Ich kann einfach mit meinen Zugangscodes raus. Es gibt noch ein kleines okay. Problem mit einem... ja, was denn? ...das wir uns kümmern müssen, bevor wir uns mit einem Auftrag befassen. Okay. Hat das was damit zu tun, weshalb die Hutten dich töten wollen? Sparen wir uns die Details, bis wir beide draußen sind, ja? Die Garnison wird einen kompletten Sicherheitscheck durchführen. Okay. Hast du im Klartext? Hey, ich habe die Zugangsluke auf der Rückseite entriegelt. Verschwinde, wir reden später. Na komm, Nex. Okay, ciao. Ah, da hat's noch Goodies. Ja, komm, mach auf. Kryospule. Oh. Haltet sie auf! Das sieht nicht gut aus! Ja, wow. Wir sitzen fest. Setze den Tornado ein! Okay, geil. Tu's nix! Ja, Schnellschuss ist mega geil. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Okay. Gut.
Ah, ich glaube, ich nehme die Waffe mal mit. Für alle Fälle. Komm, gib. Ja, dann halt nicht. Moment mal. Am liebsten würde ich das hier in die Luft jagen. Aber gut. Ja, toll. Die Waffe habe ich immer gar nicht lang. Nein! Geh nach oben. Nach oben. Dankeschön. Oh. Hallo. Ja, nicht ganz so wie geplant. Aber okay. Haben wir uns mal so ein Teil rein. Okay. Dann geht's weiter. Rauf, runter. Runter. Rauf. Dankeschön. Okay, da geht's weiter. Da haben wir aber noch ein Goodie. Dankeschön. Sehr gut. Nein! Ernst jetzt? Geht doch. Habt ihr gerade ab? Oh, geil. Ey, Moment mal. Das ist genau der Ort, wo ich reinkommen bin. Wow. Da war das eigentlich der Ausgang. So playtechnisch. Ja, dann viel Spaß also, da drin. Das ist der Schleichweg, ja? Hübsche Aussicht. Andy, oh, und ich Performance. Ich hab ihn gefunden. Er ist dabei. Gut. Jalens Gewürz wurde an Surat übergeben. Ich schlage vor, du findest heraus, warum die Syndikate hinter deinem Freund hier sind und bringst es in Ordnung. Oh, ich finde es heraus. Er hatte schon immer ein Talent dafür, sich Ärger einzuhandeln. Das überrascht mich keineswegs. Ich habe die Bahnbrecher inzwischen nach Sophien gebracht, etwas näher an deinen Standort. Komm zu mir, wenn du Zeit hast. Ich habe hier etwas, das dir helfen könnte. Okay. Klingt gut. Das ist wo? Wo hast du jetzt umgeparkt? Da? Ah, schaut jetzt da unten. Ein bisschen zentraler. Okay. Da, folgen, dankeschön. Dann gehen wir mal dahin. Moin. Sehr, weg hier. Ah, oh, Performance. Also ich hoffe, die tut dann auch fleißig patchen. Der Patch 1 hat schon besser gemacht. Und das ist ein Mod. Aber das ist noch nicht perfekt. Schreit irgendwie nach Abkürzung. Oh no. Oder doch? Sauf ich wieder ab? Nee. Okay, das hat funktioniert.
Moin sehen und tschüss. Oh, Spiel, was ist denn los? Wow, oh, das ist nicht spielbar. Wow. Ein ganzes Dorf liegt hier im Dschungel verborgen. Ich entdecke weder Wachen noch Wachposten. Keine Kontrollpunkte. Und nur sehr begrenzten Einsatz von Technologie. Klingt gut. Ja, fürs Erste. Oh, wird wieder. Ja, was ist denn los? Willst du was von mir? Ich hab dich im Gelände gesehen. Du bist echt nicht schlecht mit dem Gleiter. Wie wär's mit einem richtigen Wagnis? Oh, du bist wieder ein Rennen fahren. Nee, jetzt nicht. Da lässt du dir echt was entgehen. Andermal. Ist irgendwas mit dem Endschicht? Länger nicht mehr. Was bist du? Ach, Aufträge. Du kommst zum richtigen Zeitpunkt. Okay. Hohes Risiko, du bekommst nur eine Chance. Kieferorbit, Piraten. Ach, da muss ich ja weg. Nö, gerade nichts Interessantes. Weißt, wo du mich findest? Jo. Ach, da ist unser Schiff. Servus. Das ist echt nicht schlecht hier. Was für die raus, wo das Schiff gelandet ist? Ja. Hier? Also mysteriöses Schiff. Ist da oben? Ach, das war's. Über. Okay. Ihr seid Moin. Ziemlich weit weg von einem Markt. Auf einem Markt findet niemand wirklich, was er sucht. Mein Name ist Shuma und ich weiß zwei Dinge. Zum einen war ich in mehr Systemen als du. Und zum anderen habe ich etwas, das du brauchst. Okay, Shuma. Ich bin Kay. Zeig mal, was du hast. So, was hast du denn Schönes? Ach, du bist so Allgemeinsachen. Oh, für Fähigkeit benötigt. Gepanzertes Unterhemd. Ja, das kaufe ich mal. Gesetzlosentasche. 1400. Teuer. Okay, kann ich irgendwelchen... Alle Wertsachen verkaufen? Machen wir G. Okay. Nice, den Rest behalte ich mal. Hey, danke. Wiedersehen. Fähigkeit. Gepanzertes Unterhemd. Wir brauchen erledige, abgelenkte Gegner. Ach, nee. Aber das... Maximale Gesundheit. Ja, mach. Nice. So, und hier brauche ich halt noch... Dreimal mit ablenken und dann kaputt machen. Und für die eine Tasche. Wo war denn das? War das bei ihr? Schieße abgelenkte Gegner mit dem Blaster nieder. Schließe einen Infektionsauftrag ab. Möglichst nichts Alarmkonsolen zu interagieren. Eigentlich auch nur praktisch. Hacke Geräte in drei oder weniger versuchen. Werden wir vollautomatisch kriegen. So, lass mal gucken. Wir brauchen immer noch dieses Robo-Maleder. Vielleicht mache ich das mal off-cam. Was? Eisentuch. War ja schon das, ne? Ja. Was will der durch? Oh. Sidley, was hast du Schönes für mich? Wo bist du überhaupt? Ach da. Hallo, Indy 5.
Also, was gibt's denn? Diese Modulteile sind mit deinem Blaster kompatibel. Dein VM-19 ist primitiv, aber aufrüstbar. Der ist nicht primitiv, sondern klassisch. Wenn du dieses Light-Modul installierst, ermöglicht es das Feuern eines mächtigen Sprengbolzens. Du kannst das Modul an der Werkbank herstellen. Sachen in die Luft jagen? Das klingt gut. Lass mal gucken. Power. Scheiner Power-Modul-Konversion, die sich auflädt. Holy shit, die jagt's ja voll weg. Ob das auch bei den Schilddudes funktioniert? Wollen wir demnächst mal ausprobieren. Oh, passt. Hoffen wir, dass es funktioniert. Wenn nicht, dann liegt es an deiner Unerfahrenheit und Mangel an taktischen... Ja, ja, schon kapiert. Ich kenne einige Orte, an denen dir das Modul nützlich sein könnte. Danke, ND5. Ich breche jetzt auf. Ich sollte bald von Gedeck hören. Nice. Eine Information hey, gefunden, Gedeck. Wie lösen wir das Droidenproblem? Ist dein Gleiter wassertauglich? Wenn's flach ist? Darum kümmern wir uns zuerst. Mein Kumpel Temin Wexley hat bestimmt noch einen Hydrorepulsor auf Lager. Er hat Familie in der Sashin-Siedlung. Frag da mal nach. Okay. Surat hat sich gemeldet. Er hat einen Auftrag für dich. Oh, das überrascht mich. Okay. Let's see. Warte mal, können wir bei der Ausrüstung... Wenn nix, was haben wir hier? Oh ja, Essen. Lenkt Gegner länger ab. Das ist praktisch. Sehr. Total. Quest, die Viper. Besorge dir der Hydro-Repulsor. Dann haben wir Camus nach Kaimi reisen, um die Tresorknackerin... Achso, ja, das sind ja die anderen Sachen. Gelegenheit, Huttenkartell... Suat Nut möchte etwas mit Kay besprechen und man kann ihn wirklich nicht als geduldig bezeichnen. Die Hutten nach oben. Was mit dem Preis? Das ist jetzt 1000, ne? Gelegenheit, Gelegenheit. Ja, sonst machen wir das mal als erstes. Schnellreise. Wo ist es? Da unten. Schnellreise. Dankeschön. Eventuell können wir sie ja wieder ausspielen. Oder wir machen es mal richtig, damit wir ein bisschen eine Grundbasis haben. Also mal ganz kurz schauen, wie ist es mit dem Ruf aktuell? Ja, vielleicht sollten wir doch mal ein bisschen ausbauen. Kann ich nochmal Schnellreise hier machen? Oh ja, geil. Ach so, ja, gut. Ach, so schwer wird das nicht. Du standest aber das letzte Mal nicht da. Wow. Ich habe das Gefühl, du arbeitest nicht gerne hier. So offensichtlich. Ich bin Kampfdroide. Ich bin mit einer vollständigen Gefechtsprogrammierung ausgestattet, perfektioniert durch jahrzehntelange Erfahrung. Jetzt bin ich im Ruhestand. Meine Feuerleitsysteme waren zu viele Zyklen nicht mehr aktiv. Ich weiß nicht, was du hast. Die Kantina ist doch ganz nett. Lebhafte Kundschaft. Jede Nacht passiert was Neues. Es befriedigt nicht meine Kampfeslust. Der Besitzer ermahnt mich, wenn ich Auseinandersetzungen mit Schädelbrüchen beende. Wow. Keine gute Arbeitsumgebung. Oh Mann. Hast du Kontakte zu den Syndikaten von Akiva? Vielleicht brauchen sie einen Wachdruiden. Ich verlange als Bezahlung lediglich regelmäßige Gewaltintervalle. Okay. Weißt du, vielleicht kenne ich da die richtigen Leute. Die wird das interessieren. Das war's? Okay.
Sehr interessante Druiden hier. Moin. Diesmal kein Kommentar. Okay. Servus. Hey, ND5 sagt, du hast Arbeit für mich. Dein Droide meinte, du bist von Kanto. Also bist du mit Fatieren vertraut. Ja, ich hab die Rennen gesehen. Das Alcazar verliert Kredits an den Fatiertischen. Das ist nicht normal. Tja, bei den Rennen gibt's ständig Schiebungen. Nicht hier. Wenn jemand in meiner Kantina krumme Dinger dreht, dann für mich. Finde heraus, wie die das machen. Also, hinter wem bin ich her? Soll ich deine Arbeit für dich machen? Hör dich am Fatiertisch um. Sicher. Und du bezahlst meine Wetten, wenn ich das schaffe, oder? Nein. Und jetzt raus. Das ist ja mal sehr freundlich. Okay, also irgendwelche Trickspieler hier finden. Ja gut, probieren wir es mal aus. Moin. Die Leute hier werden unsere Köpfe formen. Da hätten wir schon wieder eine Nebenaufgabe. Okay. Die Stallbusch nehmen die letzten Vorbereitungen an der Stadtbusch. Na, heute schon was gewonnen? Schön wär's. Man sollte meinen, dass ein Fatier namens Glückskomet nicht so viele Kredits verlieren kann. Neulich habe ich jemanden gesehen, der hier alles gewonnen hat, außer dem Tisch. Muss schön sein. Das war bestimmt Wheeler. Lass dich nicht täuschen. Das hat nichts mit Glück zu tun. Ich bin mir sicher, diese Aqualishanerin betrügt. Oh, wie das? Keine Ahnung. Da müsstest du ihre Freunde in der Reparaturwerkstatt fragen. Aber sei vorsichtig. Okay. Dann hätten wir ja schon mal einen Hinweis. Und dann werde ich aber hier erstmal nicht wetten, wenn das hier getürkt ist. Okay, gehen wir mal hier wieder raus. Reparaturwerkstatt. Da runter. Dieser Bereich ist sicher. Ups, Entschuldigung. Irgendwo da hinten. Hier. Das suche die Reparaturwerkstatt. Großartig. 40% mehr als bei der letzten. Man sollte meinen, wer so viele Kredits gewonnen hat, wäre weniger geizig. Ah. Du redest nicht zufällig von Wheeler, oder? Du kennst sie? Das ist kompliziert. Natürlich ist es das. Seit sie bei den Rennen so groß abräumt, hat sie sich verändert. Ja, wem sagst du das? Sie ist stinkreich, aber trotzdem hängt sie immer noch hier unten mit uns ab. Und sie hat immer noch nicht für die Maschine bezahlt, die wir im Pike-Bezirk aufgestellt haben. Und was wird aus dem Geld? Das würde ich auch gern wissen. Okay. Also irgendeine... Oh, lass mich raten. Wheelers Freunde erwähnten ihren Spielautomaten. Ich wette, da finde ich sie. Der ist unser Backspielsaal. Könnte es vielleicht sein, dass sie da irgendwie die Maschine da platziert hat, die ein falsches oder getürktes Spiel überträgt, von dem, was dann eigentlich läuft, was halt in ihren Favor ist? Auf das in die Richtung raus? Wir werden sehen in der nächsten Episode. Wir sind wieder an der Zeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Ciao!
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.